Willkommen zu unserer neuesten Anwendung, einem leistungsstarken Desktop-Tool für Windows, Mac und Linux, mit dem Sie moderne E-Books erstellen können, ohne eine einzige Zeile Code schreiben zu müssen. Mit unserer Anwendung können Sie mühelos Android-Apps entwickeln, die mit Markdown formatierte Texte unterstützen und Medieninhalte wie Videos sowohl lokal als auch über Streaming abspielen können. Streamen Sie YouTube-Videos direkt in Ihre App und verwenden Sie lokale Videos, um Ihre Inhalte noch fesselnder zu gestalten. Erstellen Sie beeindruckende 3D-Animationen, die mit Filament gerendert und nahtlos in Ihre Inhalte integriert werden. Die Syntax unserer Anwendung ist einfach und ähnelt QML, jedoch ohne komplizierte Ausdrücke. Hier ein einfaches Beispiel für das Markup. Mit nur einem Klick können Sie zwischen Seiten navigieren und sogar externe Websites laden, indem Sie einfach den Link eingeben. Laden Sie Ihre Apps von einem Webserver, die für den Offline-Zugriff auf dem Gerät zwischengespeichert werden. Alternativ können Sie auch APKs erstellen, die den Inhalt schon eingebrannt bekommen. Diese Apps benötigen dann keinen Zugriff mehr auf den Webserver. Unsere Anwendung unterstützt auch das ältere EPUB-Format, sodass Sie reines Markdown verwenden, um Bücher zu erstellen. Denke daran, dass du diese E-Books zum Beispiel auf Amazon KDP veröffentlichen kannst, um ein wenig Geld dazu zu verdienen. Da Sie Inhalte über einen Webserver laden können, eignet sich diese App ideal für interne Anwendungen, die keinerlei Installation erfordern. Für Nutzer mit Python ist es leicht, einen lokalen Webserver zu starten, um Ihre App zu testen. Zukünftig planen wir die Einführung eines Code-Generators, der Kotlin Compose Code erstellen kann, zusammen mit verschiedenen Erweiterungen basierend auf Nutzerfeedback. Stellen Sie sich ein Katalogsystem zum Stöbern und Verkaufen von Produkten vor oder eine Funktion, um Animationen, die mit Cascadeur erstellt wurden, um diese in Ihre App für Tutorials zu importieren. Machen Sie den ersten Schritt in die Zukunft der E-Book-Erstellung und Android-App-Entwicklung. Helfen Sie noch heute beim Finanzieren, laden Sie morgen schon die App runter und beginnen Sie damit, Ihre Ideen zum Leben zu erwecken.